So, 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 YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geotastic 18k Edition. Bedeutet, was ist Geotastic? Wir werden irgendwo bei Google Maps abgesetzt, machen drei Runden, unendlich viel Zeit lassen wir uns und werden genau herausfinden, wo wir sind. Koste es, was es wolle. Und damit starten wir in Runde 1. Und da sind wir da. Wo sind wir? Und auf Wiedersehen, Joel. Schönes Wochenende. Hier können wir nicht weiterfahren. Das ist ja ein blöder Startpunkt. Hier können wir irgendeine Sackgasse hoch. Aber hier haben wir Text. Növsche Tö. Ähm, das kann ja eigentlich nur bei Genf sein oder so. Nicht, dass wir hier irgendwo in so einer Ecke hängen hier. Sowas hier. Würde ich sagen, fast. Neufchago oder so. Ähm. Oder hier vielleicht noch. Bei St. Croix nicht. Wir waren einmal hier. Bei Creux oder so. Bei St. Creux. Genau. Bei Sainte Creux waren wir hier. Da konnten wir hier nicht weiterfahren. Ähm. Neufchateau, ähm, ich kenne nur nicht die ganzen. Wod, Freiburg, okay. Warum das auch immer bei Frankreich Freiburg heißt. Wallis. Bern, okay, Bern erklärt sich noch. Tikino, okay. Luzern. Uh, wo sind noch Landesgrenzen hier? Solosurm. Ich meine, wir können auch auf französischer Seite sein. Neuenberg. Ist ja beides möglich, nicht? Dass wir vielleicht hier rumhängen. Was ist hier? Departements wären das. Okay. Neufchatel, habe ich auch noch nie gelesen. Ja, wir müssen herausfinden, wo das ist. Wir fahren über die Straße. In die Richtung können wir nicht. Ich würde sagen, Richtung Westen ist Frankreich, nicht? Ich würde sagen, da ist die französische Grenze. Oder so. Oder Richtung Osten. Wenn wir in die Richtung nicht weiterfahren können. In welche Richtung konnten wir nicht weiter? Hä? Jetzt können wir in beide Richtungen auf einmal weiterfahren. Okay, eben können wir nicht weiterfahren, umso besser. Autre Direction, Florenville, N85. Das klingt ja schon wieder fast nach äh, Dings hier. Äh, Italien, N85, Florenville. Vielleicht ist auch nur Frankreich. Frankreich ist eh ganz schön besonders, nicht? Florentville. Lyon. Montemille. Ach nein, du bist noch hier. Du hast das nur für alle geschrieben. Ach so. Ja, das klang wie eine Verabschiedung. Schönes Wochenende. Aber ja. Vielen Dank. Werden wir haben. Wenn wir wissen, wo Florent Wiel ist. Die N85, das sind hier alles Ds. Hat, haben die hier Ns? Warte mal, Florent Wiel. N85 ist eigentlich in den Niederlanden sowas, oder? N. Oder ist das Luxemburg? Das kann natürlich auch sein, Luxemburg und nicht Schweiz. Haben die hier so ein Florent Wiel oder so? Die haben mal kein N. Dann ist es Belgien vielleicht. Okay, Belgien mit Schweiz verwechselt. Aber irgendwo an der französischen Grenze, nicht da, Florentville. Okay. Es erklärt nämlich, warum wir doch nicht weiterfahren können in die eine Richtung. Irgendwo blockiert das nämlich. Okay, aber dann stehen wir hier irgendwo in der Nähe. Ähm. Neufchateau oder sowas, nicht? War das? Neufchateau. Chateau Neuf. Château. Château Neuf. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh. La Cuisine. Die Namen sind auf jeden Fall sehr einfallsreich. Lambermont. Mounot. Bureau. Bouillon. Das ist die halbe deutsche Küche einfach abgebildet hier. Giroville, Lim. Ich meine, wir können nicht unendlich weit von dem Ort weg sein. Chaspierre, Fontenoy, Saint-Cécile. Also entweder haben wir so einen ganz kleinen Ort, der nicht richtig eingezeichnet ist, weil wir starten hier. Nicht? Wie heißt das Ding? Neuf Chateau. Mmh. Es sieht aber auch echt runtergekommen aus. Okay, wir fahren mal nach Westen. Nord- osten westen Da müssen wir eigentlich an die französische Grenze kommen. Oder war das gerade der Weg nach in die andere Stadt? Ich bin ein bisschen ungeplant, gerade rein in die Folge, nicht wahr? Oh, oh, oh. Das kostet wertvolle Zeit. <laughs> So, was haben wir hier? Achso, N85 waren wir ja, nicht? Das wissen wir ja. Und jetzt N845. Doch so weit drin. Neuf Chateau, hier hinten. So ein großes Ding. Und Florin Wild steht dran, das kleine. Okay. Easy. Norden, Osten, Westen. Da müssen wir ja irgendwo hier vielleicht stehen. Aber wir wissen ja, wie die Straße hier heißt. Die heißt Voix de Andelle François. Das kann ja nur eine von denen, die geht in Richtung Osten ab. Und unsere Straße geht auch Richtung Ost-West. Also eine, die so abgeht. Während unsere Straße so läuft. Ja, hier hinten werden wir nicht mehr sein, nicht? Das wäre zu weit weg. Rue de la... Quinellene. Wie heißt die? Wode de ardenne ardenne Rue de Justice. Rue de la Falors. Rue de la Blue Rue de Ardorsier. Das hier könnte sein, dass wir hier sind. Aber nee, Petit War. Schon zu weit weg, nicht wahr? Und da stand hier dran, wenn die N85. Und jetzt sind wir dann nach Westen, Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Westen kamen wir an die 845. Das heißt, wir müssen schon auf der Seite irgendwo stehen. Und Norden-Osten können wir eigentlich ja nur hier stehen. Aber so mittendrin würde ich, hätte ich gar nicht gedacht. Rue de la Falance. Voix de Ardenne de Française. Hier stehen wir. Echt? Ist das so eine. Aber ich sehe hier doch gar keine Kurve richtig. Die Straße geht nach Westen. Und hier kommt ein kleiner Bogen. Und die Straße geht gerade weiter. Nach Osten. Oha. Okay. Weil wir können ja gucken, wie die hier heißt. Sof. Saufen. Okay, wir müssen mehr saufen. Okay, und die geht dann nach Süden weg. Das tut die doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Und da kommt die Chervoise wahrscheinlich runter. Können wir das irgendwie verifizieren hier? Irgendwas mit Française. Nee, wurde de Français. Das ist dann hier. Ach, dann stehen wir da. Ja, okay, das macht viel mehr Sinn. Und das ist hier. Und die laufen hier. Ah, guckt so ineinander. Okay, hier stehen wir. Mein Gott. Schwerer Anfang. So, und die ist südlich von uns und wir stehen dann dort. Und zwar zwischen den beiden Häusern. Also dort. Bingo Bongo Bongo, 3,94 Meter. Ui, ein schwerer Start, aber man muss manchmal auch einfach reinkommen. Ich hätte gedacht, wir sind auf so einer, nicht? Nicht auf so einer. Die sah viel zu gut aus, die Straße. Und Petit War stand nicht dran. Das hätte ich vielleicht noch gebraucht. Gut, aber damit geht's in Runde 2. Ach du Kacke, UAE. Oder sowas. Oder Katar. Aber ich glaube, ich mache mal einen White Guess. Und dann gucken wir, ob wir da ungefähr in der Ecke sind. Ich würde sagen. Entweder sind wir... Ah, äh, wo ist es? Ah, äh, äh, ich sehe es nicht. al J -Varufa. Ihr Feier? Entweder in der Ecke oder... Wir waren doch schon mal in Kuwait oder so, nicht? Al-Fawara. irgendwie sowas. Oder Jordanien. Jordanien könnte auch noch sein. Dann wären wir Höhe Petra oder sowas Richtung äh, Amen oder wie das heißt. <laughs> es steht ein Baum in nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab. Also der wird gut gepflegt, dieser Baum, würde ich mal sagen. Der einzige Mitarbeiter, der hier in der Wüste arbeitet, hat auf jeden Fall seinen Schattenplatz erhalten. Ähm, sonst hat er einfach ja auch nichts. Okay. Ich liebe das. Nicht von alleine in Google Maps rumfahren, könnte man sich ja auch coole Stellen finden, aber man hätte nicht so das Ziel. Ich finde dieses. Ziel haben, um dann herauszufinden, wo man ist, und dabei Sachen entdecken und anzugucken, total spannend. Nicht, dass es so ein bisschen wie Fernsehen, linear ist. Man will ja irgendwas gucken, man hat aber gar keinen Bock, sich aus dieser Fülle an Sachen was auszusuchen. Also schalten viele Menschen das einfach ein. Auch wenn das vielleicht gar nicht so gut ist, finden sie es trotzdem gut, nicht? Einfach Bescheid zu werden. Und so ein bisschen ist das hier auch. Ich könnte mir natürlich jeden Ort der Welt aussuchen, wo ich in Google Maps hin will, aber ich finde das Spiel, leitet mich an und gibt mir dazu aber noch eine Motivation, irgendwie zu versuchen herauszufinden, wo ich bin. Finde ich jetzt eine sehr gute Mischung. Wenn die Startpunkte nicht solche sind wie auf 800 Kilometern Wüstenstraße, die einfach nur gerade verläuft zu starten. Oh, das könnte ein Loch in unsere Punktekarte reißen. Und das nach so einem guten Start. In Belgien, darf ich nicht vergessen, ich bin immer noch auf Schweiz im Kopf. Dass es denn doch Belgien war? Da, da kommen noch ein paar Sachen. Hier steht doch vielleicht mal was. Ja, genau, scharfe Kurve, natürlich. Auf einer geraden Strecke. Aber da, da sind Schilder, oder komm. Eins davon muss ein Schild sein, wo irgendwo was hingeht. Ich brauche nur eine Idee. Nicht? Ist es arabisch? Ist es vielleicht doch europäisch? Dann ist es vielleicht doch eher Tunesien. Wovon ich davon nicht ausgehe. Und ich will darüber. rüber. Ähm, um, okay. Das sieht mir aber nach Arabischen Emiraten aus, oder? 20. Ja, Katar sogar. Nee Dubai, Katar oder Dubai, was ist denn das? Katar diesmal nicht, die zwei. Wow, okay, Katar hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, wir waren einmal bisher in Katar in 300 Folgen Geotastic. Okay, fette Wüste ist Katar. Ich hätte mich gedacht, wir kommen wieder an diese Ölraffinerie vorbei. Die ist nämlich auch ein guter Startpunkt in der Wüste. So, die 5 sehe ich. I ist schon super. Ich sehe die 39 und die 5. Und wo ist? 1, 2, 3, 4? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Warum zeigst du das nicht an Google? Wirklich. Toll, to tolle Sache. G gut, Google. You had one job. Das die 48. Warum nicht in der Zoom-Stufe? Warum muss ich da bis aufs letzte Mark ranzoomen, um herauszufinden, dass das die 70 ist? Das hat gar keinen Namen dann auf einmal. Oh. Das auch nicht. Alma Jeet Road. Vielleicht filmen wir es darüber eher. Alma Jeet Road. Rushet Road. Und das ist nur eine Road. Das ist nicht mal eine Autobahn, nicht? Ach, es geht. Warte mal. Aber Al-Kahara, vielleicht sehe ich das eher. So groß ist das Land ja nicht. Al-Kahara. Kahara. Hier. Nee, Karsaha, Fast. Könnte aber falsch geschrieben sein. Nicht reinlegen lassen. Manchmal ist es bei Google anders geschrieben, wie es in echt ist. Das ist dann so ein Dialektding, glaube ich. Aber das ist R, R, A, R, A. Passt nicht ganz. Hm. Wie geht denn unsere Straße? Unsere Straße geht Nordwest. So könnte hier sein. Oder hier. Vielleicht sind wir auch viel dichter dran, als ich wieder denke. Und hallo, Helena! Kein Problem. Privatleben geht immer vor. Den Stream kann man auch nachträglich angucken, aber schön, dass du da bist. Willkommen zurück. Wir könnten Okay, es geht aber zur 2. Könnten wirklich hier drauf sein. Und hallo Lukas, ist nicht Geogessa, ist Geotestic. Wichtig, wichtig. Feiner Unterschied. steht aber auch im Stream Bezeichnung zum Spiel äh, weiß nicht ob man das auf dem Handy sieht aber eigentlich sollte man es sehen weil sonst wäre es ja sinnfrei dass man es eintragen muss Katarua -E Road Kahara hier ist Al Kahara sag mal ist das unsere Straße ist das die fette Straße nee sag jetzt nicht und wir sind jetzt hier, oder was? Hier, warte mal. Es geht nach nach Nordwesten. Tja, wir sind Nee. Nee. Aber es gibt keine andere Straße hierhin, außer die. Wir können nur auf der sein. Ach, du kriegst die Dampfen, Nudel. Na, das wird dir ja ein Spaß. Wie soll ich denn auf der Straße herausfinden, wo nichts eingezeichnet ist, wo wir sind? Geotestik spielen werden, nicht Geogesser. Bitte beachten. Wie gesagt, feiner Unterschied. Wir fahren nach Norden. Weil Geogesser kostet Geld, Geotestic ist weitgehend frei verfügbar. Das sind zwar nur kleine Details, aber ist schon wichtig, dass es auch Kosten Günstigere Produkte zu teuren Produkten gibt, nicht? Sonst hätte Geogesser so ein Monopol. Das wäre auf jeden Fall schlecht. So, wo geht's hier hin? Work Assess. Ah, das hilft uns auch nicht. Aber wir können doch nicht auf dieser kleinen Straße sein. Das ist doch hier. gut, vielleicht wegen der Wüste ist das hier alles anders gebaut. Wie wenden wir hier? Wir können hier nur wenden? Nein! Nein! Die bauen die Autobahn hier erst, während die Bilder aufgenommen wurden. Nein! Wir werden nicht herausfinden, wo wir sind. Weil das gibt's so nicht mehr. Scheibenkleister. Von wann sind denn die Bilder? Wenn die älter als drei Jahre sind, dann hier kannst du das vergessen. Oh verdammt. 24. Nee, okay. Die Bilder sind aktuell. Das heißt irgendwo, wo eine Autobahn vielleicht gebaut wird. Aber ist das eingezeichnet? Ja, so ein Riesen. Kreuzverkehr Dingens. Oh Mann. Also die bauen hier irgendwo eine Autobahn. Oh, wie soll ich denn das? Wir haben doch keine Chance, das einzugrenzen. Wenn wir in die Straße reinfahren könnten, vielleicht. Aber da ist eine Schiene. Kann das sein? Da ist eine Schiene neben uns im Osten. Tja. Im Osten eine Schiene, aber keine Schiene eingezeichnet. Ah Mann. Okay, wenn die Datenlage natürlich schlecht ist, dann hat man auch keine Chance. Tja. Was sollen wir tun? Das ist blöd. Schienen sind nicht eingezeichnet. Das sind wahrscheinlich auch nur irgendwelche Arbeitsschienen, keine offiziellen Railroads. Deswegen tauchen die nicht auf. Die liefern wahrscheinlich nur das Baumaterial zur ähm, zur Dingsin, zur Autobahnbaustelle, die auch nicht eingezeichnet ist. Gresham Side. Das einzige, was wir wissen, Alcahara. kahara Pharao Eagle O. Ich meine, hier sind Sachen mitten im Nirgendwo. Also, selbst wenn ich herausfinde, wo wir sind, werde ich es nicht eingrenzen können, nicht? Also, von der Höhe. Welche Richtung geht denn die Straße hier weg? Leicht nach Nordosten. Das könnte sein, dass das die Straße ist. Dann würden wir halt hier stehen. Okay. Wir versuchen es nochmal. Wir fahren noch mal nach Süden. Wir fahren noch mal an dem einzelnen Baum in ganz Katar vorbei. Ich zeige Ihnen euch noch mal, wer ihn verpasst hat. Da ist der einzige Baum in 500 Kilometern Umkreis in Katar. Da hat sich jemand auf jeden Fall Mühe gemacht, nicht wahr? Ihn aufzuzüchten oder hinzubringen. Na ja, gehen wir in den Autofahrmodus. Ich sag Prost. Ah. Das ist nämlich eine lange Straße. Eine lange Straße. Ich bin nur froh, ich hatte heute was Gutes zu essen wieder. Es war so warm. Ich hatte keinen Bock. Ich habe mir heute wieder was bestellt. Ich bin so faul gewesen die Woche. Nächste Woche, wenn es kühler wird, dann wird wieder ordentlich gekocht. Curry, asiatisch. Vielleicht auch mal ein Eintopf, wenn es kühler wird. Schön Kohlrabi oder so. Bin mir wir auch ewig nicht mehr. Hier stehen auch keine Hinweise oder irgendwas dran. Also. Oh Mann. Also, die Gegend ist auch wirklich. Ich kenne nur einen Ort, der noch schlechter war. Da waren wir in der Hochebene, ich glaube in der Mongolei oder sowas. Einfach, du warst so dicht unter den Wolken, das war so beklemmt und links und rechts einfach nur 100 Kilometer Steine, wie auf dem Mond. Also, sowas Depressives. So, und hier kommen wir halt nicht mehr rauf. Oder hier kommt man irgendwie rauf. Aber da, wo man die Schilder sieht, kommen wir nicht hin. So. Aber die, die Straßenführung passt halt so null zu der Ecke, wo wir sind. Vielleicht gibt es noch ein zweites Kashara. Wir hatten ja heute schon mal in der ersten Runde, wer von vorvorgestern, wenn ihr die Aufnahme seht, da waren zwei Nesshorn. Vielleicht ist das auch so ein Fall. Nicht? Al-Kahara, al -Kahara, -Maj majad Road. Ich meine, die haben hier nicht mal einen Namen, die, die Dings. Und von Süden aus können wir hier auch nicht rankommen. Oder die ist halt gebaut, teilweise nicht eingezeichnet. Weil sonst müsste es ja hier eigentlich die sein. Das ist die einzige, die bei Al-Qahara vorbeiführt, aber die heißt qatar UAE road Macht ja auch Sinn. Die führt durch Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate. So. Die nächste Autobahn wäre hier und ich glaube, hier wird parallel die Autobahn gebaut. So. Oder hier irgendwo. Aber das sind halt alles Purpelstraßen, nicht? die keinen Namen haben und sowas. Und die, die Namen haben, das sind nicht die, die ich sehe. Und hier sind wir schon im dicht besiedelten Gebiet. Das kann es also nicht sein. Wir sind schon irgendwo hier im Nirgendwo. Die Züge sehen wir nicht. Die Straßennamen sehen wir nicht. Also nur wenn Al-Kashara vielleicht irgendwo anders nochmal auftaucht. Das hier würde viel besser passen, theoretisch. Vielleicht ist das das Autobahnkreuz hier. Aber da müsste ja salvare Road dran stehen und nicht Maj Majad Road. das ist halt das, was wieder komisch ist. dukan highway, fps road, äh, abu bin. hat wieder keinen Namen. Amili Road. Okay. Ich glaube, da müsst ihr abstimmen. Meint ihr, wir stehen richtig? Einmal Schrapp. Die zwei gibt's halt nicht. Das einzige, was ich sehe, ist al kahara wir Können wir mal gucken, in welche Richtung wirklich al -Kahara kommt? al -Kahara kommt Richtung Nordwesten. Also müssten wir eigentlich von hier dahin fahren. Und da gibt's keine Straßen. Also es gibt Straßen, aber das sind doch nicht die Straßen, die ich sehe. Die einzige größere Straße, die ich hier sehe, ist die hier. Und ansonsten hast du hier nur Wüstensand, glaube ich, der durchfahren wird, so grob, nicht? Historic Wall, einfach im Nirgendwo. Ich glaube, es ist echt die Datenlage, die hier fehlt. Shit, shit, shit. So, hier. Local Access. Kommen wir von hier irgendwo ran. Einmal Shuttle Road. Da fahren doch aber viele Autos. Die muss doch schon existieren. Wir kommen nicht rüber. Oh Mann, lass mich jetzt auf die Autobahn. Da sind die ganzen Abzweigungen. Ich meine, das Ding führt einfach auch nirgendwo auf eine Autobahn rauf, die hier... Ich vermute, hier ist eine Autobahn lang gebaut worden. Und die Straße wird hier gerade zu einer Autobahn zusammengeführt oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Datenlage in Google so schlecht ist, dass sie die Daten von 2024 hier nicht drin haben. Oder die sind wirklich so schnell, dass die innerhalb von ein, zwei Monaten Straßen bauen. Ja, die Straßen sehen jetzt nicht so aus, als ob die nie neu sind. Andererseits weiß ich auch nicht, wie die Witterung hier den Straßen zusetzt. Bock, man kann ich jetzt endlich mal links auf die auffahren. Was haben die denn für Auffahrten? 80 Kilometer und man darf da nicht rauffahren die ganze Zeit? Äh, hilft mir auch nicht. Irgendeine Autobahnraststätte. Jetzt kommen wir rauf. So. Oder auch nicht? Oh, immer noch nicht. Jetzt lass mich raten. Ah doch, ich dachte, ich darf hier nicht weiterfahren. Ich muss sagen, Katar ist jetzt nicht so das spannende Land in Geotestik, nicht wahr? Oh Mann, ich will doch nur zu dieser Kack-Autobahn darüber seit 80 Kilometern. Was bauen die denn? Können die da nicht einfach mal eine Auffahrt ranbauen? Jetzt führt es auch noch weg von der Autobahn. Nein, ich will zu den zu den Schildern da. <laughs> Mann oh. Wie sind die Autos denn von der Autobahn von der, auf die Autobahnraststätte gekommen, wenn man nicht über die Seitenstraße auf die Autobahn kommt? Warum baue ich eine Autobahnraststätte, wenn sie nicht von Autobahn erreichbar ist? Fragen über Fragen. So, die zwei. Ja, die zwei gibt's halt nicht. Und Al-Kahara Ich glaube, al ist irgendwas anderes, als das, was ich auf der Karte sehe. Station BSABV. Ah, sowas ist nicht eingezeichnet. So, aber hier. Jetzt kommen wir rauf. Al-Qahara, North, South. al ist ein Punkt auf der Karte. Da gibt's kein North und Oh, jetzt fahren wir auf so eine Parallelstraße. Ich will auf die... Also sonst kann man bei Google einfach rüber swappen auf die Straßen. Ist hier schon ziemlich nervig. Ach, die ist noch nicht fertig. Kann das sein? Die ist noch nicht fertig. Ja, das ist hier alles im Bau. Die hört da hinten auf. Oh Mann. Kacki-kacki. Also den genauen Standort werde ich nicht identifizieren. Unsere 18.000 Punkte kann ich auf jeden Fall abkündigen. Wir haben so ein paar Bäume gepflanzt. Ich komme nicht auf die andere Seite rüber, wo ich eigentlich hin will. Mann. Gibt es hier keine Retorne oder so? Oh. Von wann sind die Bilder? 2023. Okay, nur ein Jahr älter. Das sieht aus, als ob die da gerade fertig war. Nein. Das will ich nicht. Ich will jetzt nicht von der guten Autobahn runter. Vielen Dank, Google. Die ganze Zeit versuche ich von unten auf die Autobahn zu kommen, aber von oben runter geht instant. Niku Bibirka. Mesaid. Sag mal, sind wir hier vielleicht mittendrin und hier gibt's auch noch ein, al äh, Kahara? Oder heißt ein Bezirk Kahara? Und deswegen North and South. Äh, das, wo Al-Kahara drin ist, heißt anders. Al-Shur, Umsala. Schamal, Schur. Okay. Hat einer von euch eine Ahnung? Ich frage ja selten in den Chat sowas. Aber jetzt dürftet ihr mal. Außer ihr habt auf Google geguckt, dann dürft ihr nicht. War jemand von euch schon mal in al -Kahara? So riesig ist das ja nicht. Aber North und South kann doch nicht dieses Dorf haben. Sind wir vielleicht. Ist das die Autobahnraststätte jetzt? Wir kommen vielleicht von, von hier. Und das ist hier jetzt der Kreisverkehr geworden. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden ganz woanders sein. Ich sehe aber auch echt kein anderes AlKahara. Von euch macht keiner da Urlaub, oder? Oder war zur WM da? Das kann man ja auch. Oder EM oder was war da? Aber die Unterstützung kann ich super brauchen. Danke, danke. Ich sehe es. Der Chat eskaliert. Aber der Chat macht keinen Urlaub in Katar. Ich glaube, das haben auch alle eher boykottiert, nicht wahr? Was sehe ich denn einen bu Bubirka? Okay, wir sind wirklich hier lang gefahren. Das heißt, wir sind hier irgendwie... Ja, die haben hier alles gebaut. Ganz ehrlich. Ich drücke einfach. Ich, ich werde es nicht herausfinden. Oder? Ich hätte ja, wenn gesagt, jetzt sind wir hier oder so. Aber auch, auch der Straßenname. Bla 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 bla. Hammerport. Hammert Port müsste ja denn hier irgendwo sein. Ahulport. Port. Hammert. Okay, hier ist Hammert. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil das ist alles nicht gebaut hier. Und Holo Dorota. Das erklärt auch warum Google nicht die 2 und Co anzeigt. Mmh. Achso, wir müssen ja in die Richtung weiterfahren, nicht? Ich habe mich umgedreht. Oh Mann. Und hier können wir nur abfahren. Ah doch, wir kommen rüber, immerhin. Ich meine, aber hier ist auch nichts irgendwie so markant, dass man sagen kann, das ist eindeutig vielleicht das oder so und kann es darüber eingrenzen. Den Straßennamen gibt's nicht, weil es die Straße noch nicht gab, das erklärt sich auch jetzt. Und das geht irgendwann zur Almach Road. Dann ist das hier die Almagi Road geworden. Die hat nämlich hier keinen Namen in Google. Tja. Mesaid. Oder hier ist eine Autobahn rangebaut worden. Das kann auch sein. Hier. Dass hier die Autobahn rangebaut wurde. Ja, hier ist irgendwo eine Autobahn. Ich weiß nur nicht wo. Ich drücke. Es ist das egal. Da oben. Warum steht der Al kahara North dran? Alter, leck mir doch die Füße, wirklich. Es macht doch so gar keinen Sinn. Deswegen kommen wir aber auch über nicht weiter hier, die hier ist die Baustelle Ende. Ja gut. Das hätte ich nicht gefunden. Hier gibt's nichts. Aber jetzt, wenn man sieht, nicht, dann dann sieht man die Scheiße. Und hier konnten wir nämlich nicht rauffahren. Und hier konnten wir nicht rauffahren. Und hier konnten wir nicht rauffahren. Und hier konnten wir nicht weiterfahren. Das ist eine scheiß Oh Mann. Ja, das ist enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. Aber warum schreibe ich denn den kleinsten Pissort in ganz Katar hier in der Autobahn ran? Alter, das ist ja so, als wenn ich in Berlin Pumpstehude ranschreibe. Was irgendwie im Schwarzwald liegt. Das bringt doch gar keinen Sinn. Da will doch kein Mensch hin. Alter, da fährt ein Bauer im Jahr hin. Ich meine, der Ort hat zwei Häuser. Warum schreibe ich das an der großen Autobahn in Katar ran? Warum schreibe ich da nicht den Ort ran wie Al-Kirnaha, was an der Autobahn liegt? Nein, ich schreibe den Ort mitten in der Wüste, wo nicht mal ein Weg hinführt auf die Autobahn. Und warum schreibe ich North und South hin? Es gibt kein North und South bei zwei Häusern. Mann, sowas regt mich auf, wenn die null sinnvolle Führung haben. Und warum gibt es von dieser scheiß Straße keine einzige Auffahrt auf die Autobahn vorher mal? Nicht hier zum Beispiel oder so. Wo, wozu gibt es denn hier die große äh, Tankstelle und sowas, wenn, wenn man da komm raufkommt? Ah, es kann halt echt sein, dass das Google-Auto auch nur wirklich dieses Stück hier als Datenlage hat. Und hier war ja alles Baustelle auch noch, nicht? Also auch hier war ja Baustelle. Hier unten war Baustelle. War krass, oder? Dass das Stück so in der Stadt so nach Wüste aussieht. Man hat ja nichts gesehen. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Gut, die nächste Runde müssen wir uns keine Mühe geben. Oh, da werde ich mir auch keine Mühe geben. Oh nee, da sind wir irgendwo im Nirgendwo. Oh, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Also, sorry. Aber die, die Startpunkte heute sind schon wieder... Guck mal, ich kann nicht fahren. Komm, ich klicke jetzt irgendwo. Wir sind in, weiß nicht, Jordanien wahrscheinlich. Da in Amman. So. Irgendwie so. Das macht doch keinen Spaß, wenn man Startpunkte hat, wo man nicht mal vorne und hinten fahren kann. Also, das, das ist so ein bisschen ein Problem. Da müssten die Orte noch stärker gefiltert werden. Mm. manchmal kann man sich auch einfach nicht bewegen. Und das, das sind so die Momente, wo man dann frustriert von Geotestik ist. Ich meine, GeoGester ist nicht besser, aber da kannst du zur Not in den Mapmaker gucken ähm, und sehen, warum das so ist. Aber ist halt immer halt wie Schieten, aber solche Situationen sind halt echt immer blöd. Ähm ich dachte gerade, wie kann er... Musst, äh, wie 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 war das bei äh, bei ah, bei Mann sagt schon Gehirn, wie war das bei König der Löwen so hieß das Ding Mufasa nicht Vater wo der im Himmel erscheint ich dachte erst so boah wie riesig ist denn der da im Hintergrund aber der ist auf so ein Transportding das habe ich gar nicht erst gesehen ich dachte der ist da so ich bin dein Vater und das ist einfach so riesig am am Hintergrund so titanmäßig Okay. Weil ich so schnell durchgegangen bin, nicht? Der ist einfach so aufgetaucht und dann war er schon wieder weg. Aber 5G-Masten haben sie mehr als in Deutschland. Einen. Ist ja auch nicht schwer. So. Ja. Also, einen Ortsnamen gucke ich mir noch an. Wenn irgendwas kommt, aber so richtig, dass ich jetzt sage, ich will auf 100 Meter genau nicht. Es bringt ja eh nichts mehr. Die 18.000 Punkte sind hart weg. Einen richtig doofen Startpunkt gehabt. Aber wir können ja nicht alle Runden machen. Eine der wenigen Runden, wo es halt wirklich scheiße endete. Gut, ich hatte auch schon andere schlechte Runde in der ersten Runde. Die habe ich dann natürlich verworfen. Aber da konnte man dann auch wirklich gar nicht fahren und hatte nicht mal so viel Information wie eben. Ich glaube, mit... Hätte man mehr Lust gehabt, hätte man vielleicht das finden können. Abu Taruba. Abu Taruba. Das klingt nicht nach hier. Abu Taruba. Das wir all... Wo ist denn Abu gängig? Abu Taruba. Ist das Tunesien? Doch? Nee, oder? Abu Taruba. Abu Aria Al-Alija. Hm. Straßennummer wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, irgendein Mahnmal. Was ah, sieht schon Moschee. Mm. Ach, ich sag einfach hier. Ja, komm, wir, wir drücken einfach. Ja. Okay. Wäre hier irgendwo auf der Straße gewesen. Ich bin wenigstens froh, dass es zwei schlechte Runden sind in einer. Aber jetzt, ich habe nicht noch Lust, in Jordanien jetzt herauszufinden, wo das genau ist. Also nach der Runde eben nicht. Hätte ich jetzt 12.000 Punkte, hätte ich gesagt, gut, dann, dann mache ich es auch genau. Aber so ist es egal. Weil, weil das hätten wir jetzt auch noch eine Stunde lang fahren müssen. Und danach hätten wir eh nicht 18.000 Punkte gehabt, nicht? In der letzten Runde die Punkte verlieren ist ärgerlich, in der zweiten ist demotivierend und in der ersten ist abbruchfähig. Ähm, naja, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nicht nur 17.532 Punkte haben. Bis zur nächsten Aufnahme. Hm.